Und damit begrüße ich euch zu Back to the Future, the Video Game. Oder the Game eigentlich nur hier. Ja, wir haben es jetzt gerade zwischen Jahren. Es müsste, glaube ich, jetzt der erste Silvestertag sein. Oder wir haben ja nur einen Silvestertag des Jahres 2014. Wenn ich das jetzt hier korrekt hochgeladen habe. Das heißt, wir springen jetzt gerade zwischen den Jahren. Da habe ich gedacht, das ist doch perfekt, wenn wir uns auch ein Spiel raussuchen, was zwischen den Jahren hin und her springt. Deshalb habe ich jetzt hier Back to the Future für euch rausgesucht. Ein Telltale-Game, was wirklich großartig ist, meiner Erfahrung nach. Als ich es damals gespielt habe, war es jedenfalls so. Es ist wirklich so die Fortsetzung von Back to the Future, dem Spiel. Sehr viel, also besonders jetzt die erste Episode, die wir hier spielen, sehr viel Fanservice am Anfang. Und ich würde sagen, wir springen einfach rein. Es ist übrigens die der englische Untertitel, deutscher Untertitel mit englischer Tonspur. Es gab zwar auch irgendwann mal bei Telltale direkt im Vertrieb, ich habe übrigens das Spiel auch direkt von Telltale runtergeladen, nicht auf Steam, sondern direkt bei Telltale, mit der deutschen Tonspur. Da hat dann zum Beispiel Doc Brown wurde gespielt von der Stimme von Dr. Cox aus Scrubs. Ein bisschen, ja, komisch zum Teil. Jetzt hier halt die englischen Stimmen, was ich persönlich gesagt viel besser finde, aber mit deutschen Untertiteln. Deshalb los, neues Spiel. Bevor es losgeht, soll das Spiel dir mitteilen, wenn Marty neue Ziele hat. Ja, das machen wir. Ist zwar, ja, da geht das Spiel ein bisschen schneller, ich stehe nicht so auf dem Schlauch. Und vor allem erinnert es schon ein bisschen so mehr an die zukünftigen Telltale-Spiele, das heißt zukünftigen, derzeitigen Telltale-Spiele, wie Walking Dead oder The Wolf Among Us, wo dann hier oben immer eine Entscheidung kommt. Ich merke mir das. So, okay, ja bitte, ich bin noch unerfahren. Ich gebe es zu, ich bin unerfahren. So, es geht los. Ah. Telltale Games. Alright, I'm ready. In Zusammenarbeit mit Universal. I'm Dr. Emmett Brown. I'm standing on the parking lot at Twin Pines Mall. It's Saturday morning, October 26th, 1985, 1:18 a.m. And this is temporal experiment number one. Come on, I need... Hey, boy, get in there. That a boy. In you go. Get down. Get your seatbelt on. That's it. Whoa. Okay. Please note that Einstein's clock is in precise synchronization with my control watch. Got it? Right. Check, Doc. Good. Have a good trip, Einstein. Watch your head. You got that thing hooked up to the car? Watch this. Yeah, okay. Got it. Not me. The car. The car. Es ist wie nach Hause kommen, gerade. Ich liebe diese Filmserie. If my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Watch this. Oh mein Gott, sie haben Einstein aufgelöst. Displacement occurred at exactly 1:20 a.m. and 0 seconds. Hot Jesus Christ. Jesus Christ, Doc, you disintegrated Einstein. Calm down, Marty. I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. Where the hell are they? The appropriate question is, when the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future! 1 minute into the future, to be exact. And at precisely 1:21 a.m. and 0 seconds, we shall catch up with him and the time machine. Sie haben aus einem DeLorean eine Zeitmaschine gebaut? Jesus! Sie sind ja wahnsinnig! Wait a minute, Doc. Das ist nicht der Originaldialog, aber okay. Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style? Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal
Look out! Oh oh. Irgendwas ist schiefgelaufen. Ah. Doc? Ah, that's peculiar. Where's the car, Doc? It should have caught up with us 27 seconds ago. Doc, what happened, Einstein? No need for concern. It's probably just a minor miscalibration of the time circuits. Marty, could you get my notebook? It should be in the toolbox. Okay, irgendwas ist hier gehörig schiefgelaufen. Okay, hol dir ein Docs Notizbuch. Doc braucht ein Notizbuch. Lass Marty nach links laufen, bis Docs... Okay, wie lauf... Ach, ich muss... Kann ich das eigentlich auf dem Gamepad spielen? Ja, ja. Yeah. Ich mach's mit den Pfeiltasten. Okay, wähle jetzt den Werkzeugkasten. Das ist der Werkzeugkasten. Notebook. Got it. Flux capacitor? That's it! What the heck's a flux capacitor? My latest invention. The thing that makes time travel possible. In this notebook, I detail the nearly three decades of scientific breakthroughs necessary to build a working time machine. If it ever fell into the wrong hands, the consequences could be catastrophic. Oh my god! Let's see. Is mass equals I times z, and E equals the square root of z times c squared, and the flux dispersal rate is inversely proportional to the fourth root of n, carry the 9, then... Ich glaub, so ist es doch damals nicht abgelaufen. Doc, something's way off here. Oh oh. Irgendwas läuft hier gehörig schief. Doc? Nein! Es verschwindet. Great Scott! Doc, what is it? I've made a horrible mistake! Doc, nein! I'm sorry, Marty. Doc, come back! Doc! Oh my god. Marty, is everything okay? Weird science, yeah. Yeah, Mom, it was just a nightmare. I was in the past, and Doc was there. Ich finde das Bild so cool. Well, you're safe and sound now. Back in good old 1986. Yeah, good old 1986. But yeah, wie zu Hause. Your father's waiting for you. Huh? Weren't you going to meet him over at Doc's? Holy crap, I'm late. Ich meine, die meisten von euch. Back to the future. The game. Ich meine, die meisten von euch waren 1986 noch gar nicht geboren, aber... Ja, das ist meine Zeit. Okay, ich war damals 3, aber hier ist trotzdem meine Zeit. Episode 1. Es ist an der Zeit. Skript und Design von Andy Hutzel und Mike Stemmel. Den Rest könnt ihr selbst lesen. Aber einfach diese Szene. Da kriege ich Gänsehaut. Also mir läuft gerade hier echt die Gänsehaut entlang. Boah. Und dabei habe ich das schon mal gespielt. Aber also Back to the Future ist absolut mein Lieblingsfilm. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe die DVD-Box zweimal. Ich habe, glaube ich, 4 verschiedene DVD-Versionen. Ich habe es auf VHS und guck's trotzdem jedes Mal nochmal an, wenn es im Fernsehen kommt. Also, das ist absolut meine absolute Lieblingsserie. Die und Ghostbusters. Ghostbusters muss ich auch, also das Ghostbuster-Videospiel muss ich auch irgendwann nochmal mit euch machen. Aber es spielt jetzt übrigens ein Jahr nach Back to the Future 3. Also 85 war ja Back to the Future 3. Übrigens dieses Jahr, also nächstes Jahr, dieses Jahr, egal ob wir jetzt den ersten oder zweiten schon haben. Ich krieg gleich weiter. Now, son, I know you're upset, but your friend's been gone for months and the city really seems hell-bent on using his land for that new parking garage. And hey, is that a first edition Jules Verne? It's just not fair. At least things can't get any worse. Hey, Marty! Oh yeah, ein Bierhelm.
Come to see if the old crackpot had any buried treasure? Nah, I guess I'm just... Einstein. Remembering. Jetzt wäre es noch cool, wenn wir noch ein Ei kochen könnten. Aber was ich jetzt gerade sagen wollte. Wir schreiben das Jahr 2015. Nach Back to the Future Episode 2 sollten... Oder Volume 2, je nachdem. Teil 2. Sollten wir dieses Jahr endlich mein Hoverboard bekommen. Ich habe es ja schon vorbestellt. Ungefähr 1995. Aber jetzt sollte es so langsam kommen. Ich freue mich ja so. Okay. Wähle Objekte im Labor aus, um sicherzugehen, dass Doc hier nichts Gefährliches vergessen hat. Okay. Hundefuttermaschine. Oh ja, die Hundefuttermaschine. Oh. Hey, let me. Now, Biff, leave Marty alone. This is a very emotional time for him. Oh, sure. Sorry, Marty. Aber keine Dose da. Schade. Oh, Hundefuttermaschine. Fernseher. Does nature contrive it, so that even with a time machine, you can intervene to prevent your own conception, for example? Ha! Ha! Und du wirst es! Ha! Ha! Okay. Aquarium. A fish tank? I never knew Doc raised fish. Doc's fish had weird taste in decor. I kinda like Doc. Ich will hier einfach nur mehr Uhren. I wonder why Doc didn't take any of these with him. Also an die Eule kann ich mich nicht erinnern, aber die hier ganz klar. Ich will hier an. Achso, ich muss ja hier mit Hand laufen. So, Stereoanlage. Ja. Let's rock. It took me forever to repair this thing after I blew it out last time, and now some jerk's gonna pick it up for pennies. Können wir denn den Verstärker nicht kaufen? Verstärkerregler. Yeah. Komm. Let's make some noise. Let's rock. Yeah. Okay, jetzt brauchen wir nur noch eine Gitarre. Wo haben wir hier eine Gitarre? Musikbox. Hey, let me try, Marty. Now, Biff, let Marty have his turn. You got it, Mr. McFly. Ja, gib mir die Gitarre. Wo ist die Gitarre? Feels like that was a lifetime ago. Actually, I guess it was. Das war das Modell. Doc built this model at Downtown Hill Valley, way back in 1955. The clock tower in the courthouse even works. What the? Is that Doc's notebook in there? Hey, that looks just like the courthouse. You gotta hand it to the old coot. He was good with his hands. Biff, can I see that a minute? This would look great in my fish tank. Give the old carp something new to nibble on. Familienverbindung. You know, you and my folks go way back. Yeah, so? So how about letting me have that model courthouse, for old time's sake? No, I think I'll keep it. Nein. Give it here, Biff. Well, well, look at what we have here. Ah, na toll. Looks like plans for something. What's a flux catheter? It's none of your business. Doc asked me to... Brown's worm food, kid. But this looks like it might be worth something. Ha! Na toll. Wenn du Hilfe dabei brauchst, Docs Notizbuch von Biff zurückzuholen, klick auf Hinweise. Will ich jetzt gerade nicht. Wir gucken jetzt erstmal. Wir wissen, dass wir das Notizbuch. Ah! Let's rock! Martys Gitarre. Hey Dad, why is my guitar got a price tag on it? Sorry, son. Must have been an overzealous clerk. Just pick it up, I'll iron things out with the bank. So, jetzt Inventar. Komm her, kleine Gitarre und Verstärker-Power. Ja, jetzt rocken wir. Here's an oldie, but a goodie. One, two, three. Hey, look, it's Chuck Butthead.
Das hättest du nicht sagen sollen. Let me show you how it's done. Now, Biff, I think that's Marty's guitar. Oh, gosh, you're right, Mr. McFly. Here you go, Marty. Let's hear a few licks. Man, you kids have ruined rock and roll. Okay, haben wir jetzt das Buch rausgekippt? Nee, oder? Nein. Hat sich noch nichts geändert. Da haben wir nicht. Red mal mit George. Vielleicht weiß er ja. Hey Dad. Wer ist für diesen Verkauf verantwortlich? Who's running this sale anyway? Oh, that'd be me, son. You? Why? Well, once it became apparent that the bank was going through with the sale, I volunteered to oversee it in order to make sure that Doc's stuff would be treated with a modicum of respect. Isn't that right, Biff? You got it, Mr. McFly. Aber Doc lebt. Ich weiß I'm genau. Telling you, this sale is a joke. Doc's only been gone for a few months, and I happen to know. Yes, you've told us he's not dead. He's on a trip. Let's say you're right. Have you considered that this trip may not have been entirely voluntary? I hate to say it, but Doc's run up some pretty sizable debts around town. Maybe he's just hiding from his creditors. Aber ihnen gehört doch die halbe Stadt. Egal. Ich muss Docs Notizbuch schützen. That notebook is Doc's legacy. I've got an obligation to protect it. Now, hold on a minute. Didn't you just get done telling me Doc's still around? Off traveling somewhere? Yeah. Yeah. Then how is it your obligation to protect his legacy? You can't have it both ways, Marty. If Doc's alive, he can protect his own legacy. Verdammter Besserwisser. Ich hatte einen Traum. Einen wahren Traum. Do you think dreams can predict the future? Well, you know I don't go in for that mystical stuff, but I do think they can reflect how you're feeling about the future. Okay, ich kann aber meine Kämpfe selbst austragen, Dad. About Biff, Dad, I know you're trying to help. He talks a big game, son, but he's not so tough. I've been dealing with him a long time. Believe me, I can handle him. So can I. Und du bewegst deinen Mund nicht mal. I guess you can. Jetzt schon. Okay, son. I'll stay out of your way. But you know where to find me. Okay, das müsste es gewesen sein. Jetzt dürfte Biff nicht mehr zur Gitarre, also mir nicht mehr die Gitarre zurückgreifen, wenn ich das nächste Mal spiele. Glaube ich zumindest. Das probieren wir aus. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich mache hier einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Also morgen. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao, ciao.